Willkommen zu einer neuen Videoreihe auf meinem Kanal und in dieser Reihe möchte ich zeigen, wie man mit YouTube richtig starten kann, beziehungsweise ich werde in diesem Video alle Programme zeigen, die ich zum Beispiel benutze oder die kostenlos sind und mit denen man genauso gut arbeiten kann. Und dann werde ich Stück für Stück euch zeigen, wie man Videos schneidet. Ich gebe euch Tipps zum Schneiden. Ich werde euch zeigen, wie man richtig gute Thumbnails macht mit GIMP, was ein kostenloses Programm ist, was ich auch benutze. Und dann werde ich euch noch ein paar andere Programme zeigen, wo man zum Beispiel seinen Bildschirm aufnehmen kann, womit man streamen kann. Ich werde noch zeigen, wie man es einstellt und auch noch mal ein Programm zeigen zur Tonaufnahme und sonstiges. Also wenn ihr Bock drauf habt und das Ding ist, ich möchte diese Videoreihe machen, weil ich sehe so viele kleine YouTuber, die gerade erst angefangen haben und gar keinen Plan haben, wie sie ihre Thumbnails machen sollen. Und ich denke mal, es wäre echt cool, wenn ich ein bisschen mehr helfen könnte. Und wenn ich jeden Einzelnen helfen würde, dann würde das viel zu lange dauern. Deswegen mache ich das in einem Video für jeden halt. Und wer sich steigern will auf YouTube, für den ist das jetzt die perfekte Chance. Und ich versuche echt sehr, sehr oft solche Videos rauszubringen jetzt. Schreibt mir auch in die Kommentare, über was ihr ein Video haben wollt. Ich schätze mal, viele wissen auch nicht, wie man OBS richtig einstellt, beziehungsweise dann noch Spenden und so einfügen kann, dass zum Beispiel Twitch-Follower angezeigt werden oder sonstiges. Kann ich alles drüber ein Tutorial machen, zusammengefasst, und euch das zeigen, wie ich das zum Beispiel auch gemacht habe. Und let's go! Beginnen wir erstmal mit diesem Video. So, jetzt seht ihr mein Schneideprogramm. Ich benutze Adobe Premiere Pro. Und das ist einer der besten Programme, die es gibt, weil es einfach auch extrem anfängerfreundlich ist. Aber dieses Programm hat nur eine 7-tägige Testversion. Das heißt, ihr müsst danach selber gucken, wie ihr diese Testversion verlängern könnt. Oder ihr kauft natürlich das Programm. Aber es gibt natürlich auch noch Alternativen wie DaVinci Resolve und das ist ziemlich gut für den Anfang, aber halt auch nicht so anfängerfreundlich. Das heißt, ihr müsst euch da ein bisschen reinfinden, was ihr natürlich generell machen müsst, aber bei Premiere ist es am einfachsten. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Tutorial seht, holt euch mal diese 7-tägige Testversion und dann probiert mal ein bisschen rum, guckt euch Tutorials an und ich werde noch ein Video machen, wo ich halt euch zeige, wie man bestimmte Sachen macht. Wie zum Beispiel das hier, diesen Slide hier sozusagen, wie sich das Bild hier dreht. Es ist nicht so schwer, es ist sogar ziemlich einfach, aber wie man den Hotkeys macht, wie man vielleicht sogar ein Intro macht, kann ich euch natürlich auch zeigen, aber erstmal zum nächsten Programm. So Leute, und hier seht ihr zum Beispiel mal, wie das aussieht, wenn ich streame. Ich benutze das Programm OBS Studio. Hier oben seht ihr auch die Version 21.0.1, aber die Version ist natürlich nicht so entscheidend, weil wenn ihr immer die neueste Version nimmt, ist es sowieso egal. Hier seht ihr jetzt wirklich mal ganz mein Setup, hier zum Beispiel meine YouTube Alerts, meine normalen Alerts von Twitch, dann meine YouTube Abos hier unten, diese Anzeige, ich kann das natürlich auch alles hier ausblenden und den Chat hier zum Beispiel auch, das Gut, und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Video mache, wegmache, was ich hier reingemacht habe, damit es extra so aussieht, als wenn ich streame, dann seht ihr auch hier die anderen Sachen. Ich kann ja alles ausmachen und alles einschalten. Das ist eigentlich mein Stream- und Aufnahmeprogramm. Ich kann jetzt auch zum Beispiel hier oben switchen auf Aufnahme 60 FPS und meine 10 Sammlung auf Aufnahme. Und das ist jetzt mein ganz normaler Aufnahmeprofil. Hier habe ich auch mal, ich kann auch euch zeigen, wie man eine Facecam macht, kostenlos, ganz easy mit eurem Smartphone, kann ich euch alles zeigen, aber dazu müsst ihr natürlich Bock drauf haben. Und ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich habe jetzt kein Fortnite gestartet oder so, wie das dann aussieht, aber wie man das einstellt und so, zeige ich euch noch. Aber auf jeden Fall, um euren PC aufzunehmen und generell irgendwas zu machen, benutzt einfach OBS, es ist einfach super, das Programm, weil es kostenlos ist. Ihr könnt halt alles einstellen, wie ihr wollt. Hier seht ihr auch mal meine Settings so ein bisschen, aber dazu genaueres kann ich euch noch sagen, weil das sind nicht die ganz richtigen Settings hier auch, weil ich gerade andere Sachen habe. Sieht man mein Streaming Key? Nein, ich habe gar kein Streaming Key drin. Okay, gut. Aber das ist so mein Setup, ich kann es euch dann nochmal zeigen.
Und jetzt kommen wir zum Programm, womit man Thumbnails machen kann, und das ist in diesem Fall GIMP. GIMP ist komplett kostenlos, und falls ihr aber nicht GIMP benutzen wollt, dann gibt es noch andere Alternativen wie Photoshop, könnt ihr auch wieder die 7 Tage Testversion benutzen oder halt ihr kauft es oder sonstiges. So, GIMP ist komplett kostenlos, ihr könnt das für immer kostenlos benutzen, bla bla bla, Open Source. Und GIMP ist auch relativ, ich sag mal, ätzend teilweise, und ich werde jetzt mal ein bisschen was zeigen, was man so mit GIMP machen kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt ein Foto reingemacht, und jetzt erstellen wir mal ganz schnell einen Text, damit ihr mal seht, wie das so aussieht. So, und jetzt habt ihr gesehen, was man so mit GIMP machen kann. Eigentlich ganz fancy Sachen, beziehungsweise wenn ich mich anstrenge, dann natürlich andere Sachen. Sowas kann man natürlich auch mit GIMP machen. Einfach irgendwelche Logos oder sonstiges. Wie ihr seht, habe ich mir da relativ viel Mühe gegeben sogar. Ihr seht auch, also man kann es auf jeden Fall benutzen, das Programm. Ich habe jetzt ziemlich viel mit Verläufen hier gearbeitet. Ziemlich viel mit Farben und es ist gar nicht so schwer, weil alles ist hier in sozusagen Lagen unterteilt, und man kann ja alles an und aus machen. Natürlich bin ich jetzt nicht der Beste, will ich nicht sagen, aber ich will natürlich auch nur sozusagen euch helfen, euch zu verbessern, und ich finde GIMP ist gar nicht mal so ein schlechtes Programm. Aber jetzt zeige ich euch noch ein Tonaufnahmeprogramm, und danach passt es mit diesem Video, weil das ist schon echt lange. Jetzt seht ihr nochmal ein Tonaufnahmeprogramm, nämlich Audacity, das beste kostenlose Tonaufnahmeprogramm, was es gibt. Da kann man so viel auch machen, da kann man auch die Tonspuren bearbeiten, und das ist komplett kostenlos. Also zum Beispiel kann ich jetzt hier mein Mikrofon aufnehmen, 44 Hertz, ich habe jetzt 44 Hertz nur eingestellt. Das Programm ist wirklich professionell, und wir können es natürlich hier auch anhören. So, und hier kann man extrem viele Sachen machen. Zum Beispiel, ich kann jetzt diese verschiedenen Effekte einbinden. Zum Beispiel rückwärts. I don't know, warum man das braucht. Aber es ist gut. Es ist wirklich ein nices Programm. Und wer sich ein bisschen mehr auskennt, wird auf jeden Fall an seine Grenzen kommen. Und man kann... Also ich kenne echt sehr, sehr wenig von diesen ganzen Sachen. Also man kann extrem viel machen. Man kann natürlich auch seine Stimme hier nachbearbeiten. Genau das wollte ich jetzt nicht machen. Jetzt krieg ich es wieder nicht zurück. Es ist... Zum Beispiel kann ich jetzt hier... Nice. Jetzt können wir zum Beispiel noch Basshöhe ändern. Zum Beispiel kann ich mein Mikrofon. Und jetzt übersteuern wir zum Beispiel. Kann natürlich leichtere Veränderungen machen. Und das hört sich dann richtig nice an, also wirklich, das Programm ist gut. Ich hoffe, ich habe euch nicht mit zu viel Scheiße voll gelabert, aber in diesem Video ging es auch nur darum, die Programme vorzustellen. Und stimmt jetzt mal da oben ab, was ich denn als nächstes machen soll als Tutorial, wie man zum Beispiel OBS einstellt, Aufnahmen und Streaming, oder mit GIMP extrem gute Thumbnails macht. Ich zeige euch, wie man extrem gute, wo man zum Beispiel Schriftarten herbekommt, wie man die einsetzen kann in verschiedenen Situationen, und dann zeige ich euch noch viele Methoden, wie man die Schriften sozusagen geiler aussehen lassen kann, und generelle Regeln über Bildbearbeitung. Oder natürlich, ich zeige euch, wie man mit Premiere Pro schneidet. Wundert euch nicht, warum ich nicht Photoshop benutze, weil Photoshop funktioniert bei mir nicht, weil ich habe irgendwie immer einen Crash wegen meinen, keine Ahnung, Grafikkarten oder so. Da gibt es irgendwie so ein Problem, und deswegen kann ich Photoshop nicht benutzen, deswegen benutze ich GIMP. Aber ich finde GIMP gar nicht mal so schlecht, weil es zu 100% kostenlos ist. Und Premiere Pro benutze ich halt nur für Schneiden. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ich werde jetzt auch die Tutorials dann eher an so einen, Basic-Schnitt halten. Das heißt, ich werde
einfach nur das aufnehmen, was ich erkläre und ein bisschen schneiden und nicht irgendwie übelst viel, keine Ahnung, einblenden und viele Images und was weiß ich, also Bilder und weil sonst schaffe ich es nicht, so viele Videos daraus zu hauen und ich will euch jetzt viel zeigen, wie man etwas einstellt. Und jetzt schau Leute, ich kann nicht mehr so viel reden.